Vorsichtig! Das ist die letzte Ruhestätte Iskramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Kodlak hatte recht. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Also gut. Das ist die letzte Ruhestätte Iskramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Es ist nicht so, als wäret ihr ein Eindringling. Sie wollen lediglich sichergehen, dass ihr wirkt. Bringt Wutrat nach Iskramor zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Bis zum nächsten Mal.
Was war das? Wer überwacht es, meine... So, schon! Seit dem Staubmannsgrab sind mir die großen Krabbeldinger zu viel. Jeder hat seine Schwachstelle. Ich bin nicht stolz, aber ich bleibe bei Vilkas. Grüßt Isgramor von mir.
Kobolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, Irsine zu entgehen. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wigner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Irsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ausgezeichnet! Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Ist da jemand? Keine Spur von ihnen. Seid gegrüßt und damit die Bestie in mir erschlagen. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Irsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sovngarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaskr zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Hab ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Hab ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Ich bin nur überrascht. Aber jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Kommt, sagen wir es den anderen. Vorsichtig! Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Hat gesagt, ihr seid der neue Kodlak. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ihr scheint ehrbar zu sein und das ist gut.
Kyor sagt, ich hätte Iskram... Manche... Wir müssen uns um ein paar Nervensägen in Hjalmarsch kümmern. Jemand hat... Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feigling. Ausgezeichnet. Zeig keine Gnade. Ich glaube, ich muss noch etwas üben.